Süßchen. Weiter geht's. Rutscht das auch bitte in die Mitte? Ah, sehr schön. Wollen wir mal lunzen, was erwartet uns hier? Auf jeden Fall ein schöner Planet, so wie das Bild jetzt was hier aussagt. Okay. Ich erinnere mich an die Orbitalstationen des Imperiums. Cool. Sie sind fast so steril wie unsere. Ah ja. Na denne. Herzlichste Grüße. Ich bin Zahn 3L0, republikanischer Protokolloffizier der Keylander-Station. Mhm. Ich kann Ihnen im Augenblick leider nicht behilflich sein. Bitte warten Sie mit möglichen Fragen. Die oberste Kanzlerin Saresh und ihre Delegation kommen gerade an. Versammelte Freunde, die Republik schuldet ihr fortwährendes Überleben diesem tapferen Jedi. Ganze Welten wären jetzt schwelende Ruinen, ohne den Mut und die Opferbereitschaft dieses Kämpfers. Ich war zu den richtigen Zeiten an den richtigen Orten. Jeder in diesem Raum hätte bei Gelegenheit dasselbe getan. Vielleicht. Aber hätten Sie auch Erfolg gehabt? Ihr tragt Lasten, die andere zusammenbrechen ließen. Und wir benötigen diese Kraft. Der Sieg über das Imperium ist zum Greifen nah. Doch zuerst müssen wir uns mit einem feigen Akt unbefugter Gewaltanwendung auseinandersetzen. Oberbefehlshaber Malcolm? Vor 13 Tagen hat das Huttenkartell republikanischen Raum verletzt und den Planeten Makeb eingenommen. Die Huten haben das System mit 30 schweren Kreuzern der Ajur-Klasse blockiert. Makebs Bewohner haben sich formell dazu bereit erklärt, sich der Republik anzuschließen, wenn wir ihnen in dieser Krise beistehen. Wir werden sie nicht der Brutalität der Huten überlassen. Wenn wir dazu bereit sind, mit dem Huttenkartell um einen Planeten zu kämpfen, der bisher neutral war, müssen wir gute Gründe dafür haben. Makeb ist ein Paradies. Die Lebensqualität dort liegt weit über dem galaktischen Durchschnitt. Die Minen und Tourismusindustrie florieren. Diese Welt ist es wert, gerettet zu werden und besessen zu werden. Die schwierigen atmosphärischen Bedingungen auf Makeb machen umfangreiche Truppenanlandungen unmöglich. Wir brauchen Hilfe von ansässigen Widerstandstruppen, um das hier durchzuführen. Einer von Makebs Wirtschaftsführern, Shalim Avesta, erwartet euch auf der Oberfläche. Ich möchte, dass ihr eng zusammenarbeitet. Wir hätten Balmora oder Corellia nicht ohne die Hilfe der Bewohner befreien können. Shalim ist ein Patriot, der sein Volk zur Republik geführt hat. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. Die Befreiung von Makeb hat höchste Priorität. Aber ich will, dass die Pläne der Hutten dauerhaft vereitelt werden. Großmeisterin Satil Shan hat genauere Informationen über die zukünftigen Vorhaben des Feindes. Der Hohe Rat der Jedi hat über die Taten des Kartells meditiert. Wir glauben, dass Makeb ein Sammelpunkt für einen größeren Angriff auf die gesamte Galaxis ist. Wir werden nicht zulassen, dass die Hutten ihren Herrschaftsbereich auf unsere Kosten erweitern. Es ist immer eine Ehre, sich den Feinden der Republik zu stellen, Madame Kanzlerin. Wenn unser Gegner erkennt, mit wem er es zu tun hat, wird er sich hastig zurückziehen. Eine Fähre wird euch zu Shalim Avestas Lager auf der Oberfläche bringen. Geht jetzt und zeigt der Galaxis, dass mit der Republik nicht zu spaßen ist. Okay. Joa. Dann machen wir das doch mal. Seid ihr einer der republikanischen Helden, die gekommen sind, um meine Heimatwelt zu befreien? Nö. Ihr seid einfach... Wow. Ich wünschte, wir wären der Republik schon viel früher beigetreten. Steht zur Republik
und sie steht zu euch. Wir beschützen euch vor den Hutten, dem Imperium und allen anderen, die eure Freiheit bedrohen. Das bedeutet eine ganze Menge. Die beiden letzten Wochen waren ein Albtraum. Ich war hier, als die Hutten die gesamten Kommkanäle von Marquette blockierten. Seitdem habe ich von meiner Familie nichts mehr gehört. Ich habe keine Ahnung, was da unten passiert ist. Die Hutten herrschen noch nicht lange über euren Planeten. Wahrscheinlich sind eure Verwandten zu Hause in Sicherheit. Das sage ich mir auch immer. Ich weiß nicht, ob man es euch schon gesagt hat, aber die Atmosphäre von Marquette ist das reinste Chaos. Die meisten Schiffe werden schon beim Anflug durch elektrische Stürme in Stücke gerissen. Mein Baby hier hat besondere Ionenschilde, um die elektromagnetischen Störungen abzufangen. Aber es wird trotzdem eine wilde Fahrt. Ich hoffe, wir kommen da unten in einem Stück an. Es braucht Mut, sich einer solchen Gefahr zu stellen. Vertraut euren Instinkten, dann wird alles gut. Ich hatte noch nie einen Jedi auf meinem Schiff. Ich hätte wohl besser ein bisschen aufräumen sollen. Meine Fähre ist bereit. Geht an Bord, dann können wir los. Und ihr solltet jetzt schon mal eure Stims gegen die Übelkeit nehmen. Brauche ich nicht. Okay. Dann wollen wir doch mal. Ich muss da hoch. Das sieht schon richtig geil aus, ey. Gefällt mir richtig. Wenn das. Kann ich bei dir noch was lernen? Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Ja, okay. Nein, bleib mal drauf sitzen. Miau. Du kannst hier nicht fahren. Ich fahr trotzdem bis rein. Boah, das sieht ja mal geil aus. Boah, so ein Schrank will ich haben. Geh zurück. So einen Schrank will ich haben, ey. Das steht fest. Ihr ehrt mein Heim, Jedi. Ich bin Shalim Avesta. Die oberste Kanzlerin hat uns Hilfe zugesagt, aber ihr seid mehr, als ich erhofft hatte. Meine Familie gehört zu den Gründern Markeps. Avesta Bergbau hat unseren Geschäftsrat über Jahrzehnte angeführt. Im Hintergrund Geräusche, das tut mir leid. Ich war praktisch das Ganze überhaupt, bevor das Kartell alles übernommen hat. Es war keine leichte Entscheidung. Aber wenn wir die Freiheit meiner Heimatwelt nur zurückgewinnen können, indem wir der Republik beitreten, sei es so. Das Imperium wird euch nicht besser behandeln als die Hutten. Die Republik und der Jedi-Orden werden diese Welt beschützen. Ich möchte nur, dass Markeps existierende Regierung nach dem Ende der Krise ein Mitspracherecht behält. Ilosov ist ein ehemaliger Söldner der interstellaren Regulatoren, die bis vor kurzem Markeps loyale Privatarmee und Polizei bildeten. Ich bin ausgestiegen, als die Regulatoren sich an die Hutten verkauft haben. Ich betrüge keine Kunden für Credits. Trotz Ausnahmen wie ihm hat das Kartell die Truppen der Regulatoren gekauft und unsere einstigen Beschützer gegen uns gewendet. Ein Staatsstreich dieser Größenordnung passiert nicht über Nacht. Die Hutten müssen diese Söldner schon seit Monaten in der Tasche haben. Einige Regulatoren haben vor einer Weile nebenbei Aufträge für die Hutten erledigt. Wir sind jetzt alle in Führungspositionen. Ich weiß trotz allem nicht, wie das passieren konnte. Wir haben über Jahre hinweg friedliche Geschäfte mit dem Huttenkartell betrieben. Schadens- und Verlustberichte kommen rein. Kalaos City hat es schwer erwischt, aber zum Glück keine Verletzten. Das ist das fünfte Beben seit der Übernahme durch die Hutten. Das letzte hat die Tigon-Minenkolonie dem Boden gleichgemacht. Wir bergen immer noch Leichen aus den Trümmern. Diese Beben haben nach der Invasion der Hutten angefangen? Das kann kein Zufall sein. Ihr seid nicht der Erste, der diesen Gedanken ausspricht. Meine Nichte Lambda ist eine angesehene Geophysikerin. Sie hat sich unserem Widerstand angeschlossen, um zu beweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Beben und den Tiefkernbohrungen der Hutten gibt. Sie hat seismische Schwingungen auf einem verlassenen Tafelberg gemessen, als plötzlich eine ganze Kompanie von Regulatoren über sie herfiel.
Wir haben den Kontakt zu ihr verloren. Ich habe Suchtrupps losgeschickt, um Lambda zurückzuholen. Aber sie verfügen weder über die Ausrüstung, noch über die nötige Ausbildung, um gegen so eine große Söldnertruppe zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass eure Nichte etwas entdeckt hat und dass die Hutten die Regulatoren geschickt haben, um zu verhindern, dass sie entkommt. Das befürchte ich auch. Wir erhalten Berichte von den Suchtrupps. Dutzende von Regulatoren haben sie zur Landezone zurückgedrängt. Wenn wir sie verlieren, werden wir Lambda niemals finden. Wenn eure Verbündeten bis zu unserem Eintreffen durchhalten, werden wir die Belagerung brechen und eure Nichte retten. Ihr habt mein Wort als Jedi. Meine Leute werden doppelt so hart kämpfen, sobald sie wissen, dass ihr auf dem Weg seid. Nehmt meine persönliche Fähre zum Fryn-Tafelberg. Lane Farrow ist unser Mann an der Landezone. Okay. Hab zwar schon wieder die Hälfte vergessen, aber... wir machen das schon. Oh, das sieht geil aus. Jetzt, ich muss hier mal runter gucken. Wisst ihr, wann wir wieder in unsere Häuser zurückkehren können? Ich kenne euch. Ich habe letzten Monat in einer eurer Minen gearbeitet. Die Stunden, die wir dort für euch schuften mussten, haben mir sicher nicht gefallen. Aber was spielt das schon für eine Rolle, wenn wir nicht nach Hause können? Ich gebe euch Bescheid, wenn ich etwas höre. Oh, versprochen. Geil. Kira, ich gebe dir einen gelben Lichtschwertkristall, wenn du runterspringst. Hat doch nicht. wo muss ich? Ich muss dort hin. Wow. Nein. Eins Eik hat mal wieder das Falsche ausgewählt. Plündern hab ich doch. Wer weiß. Satellitenunterstützungsterminal. Nö. Hierhin. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Wie groß ist denn die Map? Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Söhrchen. Shalim Avesta hat uns geschickt. Habt ihr hier das Sagen? Verstärkungen! Wir sind in Sicherheit! Prosk, kommt her! Es ist ein Jedi! Geht das noch lauter, Lane? Ich glaube nicht, dass euch der ganze Berg gehört hat. Mein Name ist Prosk. Für den Fall, dass Lick das noch nicht ganz klar gemacht hat. Der Junge ist Buchhalter. Weiß kaum, wie man einen Blaster richtig hält. Wobei ich auch nicht viel besser bin. Bin eigentlich Minenvorarbeiter. Wir haben die Barrikaden errichtet, aber die werden die Regulatoren kaum aufhalten. Wie lautet der Plan, Boss? Womit haben wir es hier zu tun? Habt ihr die Streitkräfte der Regulatoren gesehen? Es sind eine ganze Menge. Sie sind böse und gut bewaffnet. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Die Späher berichten von Regulatoren, die hierher unterwegs sind. Eine große Gruppe. Alle Barrikaden sind bemannt. Findet eine und verschanzt euch. Mhm.
Jetzt renn hier weg, wir kämpfen mal. Hallo? Soll ich jetzt wieder jeden einzeln anklicken hier oder was? Das dahin, das muss ein Mob, okay. Jedi, ich habe nie diese Regulatoren. Ihr seid unglaublich. Darauf trinke ich ein, Slick. Diese Söldner werden es sich zweimal überlegen, bevor sie uns wieder angreifen. Gibt es irgendwelche Hinweise auf Lemda, unsere verschwundene Geophysikerin? Sie ist der Grund, warum wir alle hier sind. Ihr Lager wurde geplündert. Die Regulatoren haben sie sicher schon entführt und all ihre Forschungsdaten beansprucht. Shalim hat recht. Sie hat etwas Wichtiges gefunden. Das wurde soeben eine Rettungsmission. Wo können die Regulatoren Lemda hingebracht haben? Die Scanner haben außer euch niemanden geortet, der seit dem Angriff der Regulatoren auf dem Tafelberg gelandet oder abgeflogen ist. Sie muss also noch hier sein. Vielleicht in einem Lager von ihnen. Toll. Es gibt ein halbes Dutzend Lager hier und sie könnte in jedem sein. Wir müssen eins nach dem anderen angreifen, bis wir sie gefunden haben. Ich hatte sowieso nicht vor, die Regulatoren hier länger bleiben zu lassen. So oder so, ich werde Lemda finden. Diese Söldner werden überrascht sein, wenn sie sehen, wer ihnen den Tag verdirbt. Wir vermissen noch Leute von den Suchmannschaften. Wenn ihr weitere Gefangene findet, schickt sie hierher. Vielleicht weiß hier jemand, wie man die Komfrequenz der Regulatoren hackt, um herauszufinden, was sie vorhaben. Hört euch mal um, Prosk. Slick setzt jetzt seinen Kopf ein. Wird gemacht, Boss. Wir halten diese Landezone, solange es nötig ist. Viel Glück. Okay. Wohin? Nach da oben. Ja, genau. So. Auf ein neues. Hier war Schaden. Apropos, Momentchen mal. Das Vermächtnis. Wie viel Geld habe ich? 388.000. Das da ist es, ne? Genau. Ich muss mal die anderen Dinger hier kurz ausblenden. Ne? Schutz vor dem Sturm ist das. Da blenden wir die mal aus.
Warte mal, ich muss bestimmt da oben lang. Jetzt davon. Die schalten wir mal ganz schnell wieder auf Heilen. War mir nämlich klar, dass der hier ein bisschen mehr aushält. Das war mir nämlich klar. Team Rot, bitte komm. Hier ist Vizekommandant Gavin. Wir erfassen in eurem Gebiet schweres Feuer. Statusbericht. Ihr habt eine harmlose Wissenschaftlerin entführt. Wenn ihr keinen weiteren Kampf wollt, lasst sie gehen. Wir haben niemanden entführt, Jedi. Wir haben eine Umstürzlerin festgenommen. Ihr seid von Truppen umstellt, die Einsätze in 30 Systemen abgeschlossen haben. Unsere Siegesquote liegt bei 100%. Mhm. Ihr hattet damals Glück. Das wird nicht nochmal geschehen. Das werden wir sehen. Hi. Mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Ui, ich hab's geschafft. Ey, was ist denn das? Ich muss da hoch, oder? Keine Sorge. Ooh.
muss da hoch, kann das sein? Das heißt, ich muss hier lang. So. Keine Sorge. Ich weiß, was ist das für ein komisches Geräusch? Ach, ich bin voller Öl. Ah. Wow. Hört sich ja eklig an. Schade, dass ihr meinen Hinweis nicht verstanden habt. Ich kommandiere die Regulatoren und habe genug Verstärkungen, die ich auf euch hetzen kann. Und jetzt sind sie wütend. Was auch immer euch die Hutten zahlen, es ist nicht genug. Gebt auf, solange ihr noch könnt. Diese Operation wird noch profitabel sein, lange nachdem ihr fort seid. Hier, Prosk. Hört ihr mich? Wir haben das Kommnetzwerk der Söldner gehackt. Es gibt einige interessante Dinge zu hören. Was auch immer ihr tut, es macht sich bezahlt. Die Söldner haben sich zurückgezogen. Die Landezone gehört uns. Verschanzt euch und bleibt wachsam für den Fall, dass sie zurückkommen. Verstanden. Wir hören uns weiter das Gejammer der Söldner an. Vielleicht erfahren wir was Nützliches. Haltet den Druck aufrecht. Okay, wohin? Dahin. Na denn. Hier lang. Ah, dieses Ölgeräusch. Hier lang. Und dann hier rum. Wie lange geht denn das noch? Ein paar Sekunden noch. Okay. Vor allem, das ist erstmal das erste Gebiet, wo ich bin, ey. Holy shit. Oh, es ist endlich weg. Lass mal ganz kurz hier hinfahren. So. Muss ich echt da runter? Nö, ich bin falsch. LOL, da war unsichtbar. Ich muss da oben rein. Okay, ich muss gegen die da kämpfen. Wieder taufrisch. So. Ich bin schon wieder voller Öl. Prosk, bitte kommen. Wir haben mehrere Lager der Regulatoren auseinandergenommen. Immer noch kein Zeichen von Lambda. Die Späher berichten, dass die Söldner ihren eigenen Schatten jagen. Lambda muss in der Nähe sein. Ich nehme mir mehr Männer, um das Suchgebiet zu vergrößern. Ihr haltet euch wohl für schlau. Tötet meine Leute, hackt unseren Com-Kanal
Jedes Mal, wenn ihr uns angreift, gehen die Hutten brutaler gegen die braven Bürger von Marquette vor. Sie sterben wegen euch. Ihr solltet Marquette beschützen, aber ihr habt euch an die Hutten verkauft. Wie viel zahlen sie euch, um unschuldige Leute umzubringen? Offensichtlich genug. Macht euren Frieden, solange ihr noch könnt. Nö. Da lang. Komme ich da auch wieder hoch? Nein. Scheiße. Wenn ich jetzt gerade ausfahre, falle ich schon wieder runter. Okay, dann scheiß drauf. Ihr seht mich nicht. Scheiße. Die treffen ja doch. Schmierige Geräusch. Oh nee, bitte hör mal auf jetzt damit. Miau. Stopp. Kann ich mich hier wieder reinglitschen? Irgendwie. Das schaffe ich nicht. Aber schaffe das da. Du bleibst noch schön hier, mein Freundchen. Was ist mit dem falsch gewesen? Prosk, hört ihr mich? Ein Lager weniger, aber noch keine Spur von Lambda. Hattet ihr mehr Glück? Wartet, ich empfange einen Notruf. Es ist Lambda. Stelle durch. Verdammt, funktioniert das blöde Ding? Hallo? Hallo? Wir hören euch, Lambda. Euer Onkel hat ein Rettungsteam geschickt. Die Republik ist hier. Seht. Shalim hat nicht mehr geschickt? Hallöchen. Wir sind genug. Gebt uns eure Koordinaten und wir bringen euch in Sicherheit. Meine Bewacher haben ihre Posten verlassen. Ich bin jetzt alleine. Ihr müsst der mordende Abschaum sein, von dem sie sprachen. Ich habe mich befreit und bin zum nächsten Bebenschutzraum gerannt. Außer mir ist niemand hier. Übermittle Koordinaten. Bewegt euch nicht. Der Berg ist voller Regulatoren. Verhaltet euch ruhig und wir kommen euch holen. Ich setze keinen Fuß vor die Tür. Warte, was war das für ein Geräusch? War das bei euch? Wir haben sie verloren. Sie stören ihr Signal. Mein Team ist in der Nähe dieses Schutzraums. Wir treffen uns dort. Das war jetzt dort. Komme ich da irgendwie anders hin? Hui! Geil! So geht's auch.
Heute viele meiner Freunde getötet. Grevin sagte, dafür dürfte ich mich revanchieren. Ihr seid alle tot. Abschaum! Der Schutzraum stürzt ein. Wir müssen hier raus. Wenn die Hutten euch nicht töten, dann die Beben. Gebt auf und wir bringen euch in Sicherheit. Tötet sie! Okay. Da, wieder taufrisch. So. Der Schutzraum stürzt ein. Können wir endlich los? Ich bin nicht den weiten Weg gekommen, um zu sterben. Na los! Es gab noch nie ein Beben wie dieses auf Makeb. Die geologische Instabilität hat sich seit Ankunft der Hutten vertausendfacht. Die seismischen Werte und die Kernstabilitätsfluktuationen deuten auf eine bevorstehende Katastrophe hin. Diese Beben sind das Ergebnis der Tiefenbohrungen der Hutten und werden Makeb zerstören. In dem Moment, als die Hutten die Regulatoren hergeschickt haben, war es klar, dass sie etwas zu verbergen haben. Jetzt kennen wir ihr Geheimnis. All meine gesammelten Daten beweisen, dass die Tiefkernbohrungen der Hutten Makeb destabilisiert haben. Diese Beben sind nur der Anfang. Ganze Tafelberge werden einstürzen. Danach wird die abfallende Gravitation die Atmosphäre zerstören und alles töten. Makeb wird ein völlig unbewohnbarer Planet werden. Können wir Makeb retten, wenn wir die Minenoperationen des Kartells stoppen? Es wird nur das Unvermeidliche hinauszögern. Wir brauchen eine bessere Lösung. Ich glaube, es gibt einen Weg, um Makeb zu retten. Aber dazu müsst ihr mit mir zusammenarbeiten. Ich warne euch gleich. Ich bin launisch. Jeder sagt das. Ist nichts Persönliches. Entschuldigt euch nicht. Ihr habt einen eigenen Kopf und fürchtet niemanden. Ihr seid eine Frau nach meinem Geschmack, Lemda. Jedermann sagt das zuerst. Aber die meisten meinen es nicht so. Ich schon. Ihr habt es geschafft! Wir sind Prosks Signal gefolgt und... Wo ist Prosk? Es tut mir leid. Er hat es nicht... Er ist tot. Er hat sein Leben gegeben, um Lemda zu retten. Der beste Weg, sein Opfer zu ehren, ist, wenn wir den Kampf fortsetzen. Ich weiß. Das werde ich. Wir bringen sie zurück zu Shalim. Dank euch ist der Weg zur Landezone frei. Trefft mich in Onkel Shalims Büro. Wir müssen einen Plan ausarbeiten. Und das schnell. Oh ja, ein Plan, noch ein Erbe in die Welt zu setzen, der machtempfänglich ist. Gerne doch. Ich muss tatsächlich jetzt mal gucken. Ich würde hier gerne nebenbei aufdecken, ne? Ja. Hallo?
Hallo? Jetzt? Ich bin oben. Da liegt ein totes Mensch. Okay, also hier runter komme ich auf jeden Fall nicht. Ich werde angegriffen, tschüss. Ey, was muss ich, ist doch nur noch das da, was ich aufdecken muss. Nun ja, wir folgen erstmal diesem Schlammweg. Es gibt bestimmt eine einfache Methode, dahin zu kommen, aber... Und das? Immer dem dunklen Pfad folgen, okay. Und dann mal ganz kurz abzweigen, denn dann können wir hier alles aufdecken. Hoffentlich. Ich wusste es doch. Deck jetzt mal bitte auf. Wow, ist ja nicht gerade viel, was aufgedeckt wird. Hör auf. Heldenbereich. Ah ja, okay. Au, 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 geht, pfui. Was ist denn das hier? So ein Heldenbereich. Wie stark bist denn du? Nö. Au. Tschüss. Au. Haben wir jetzt wenigstens alles aufgedeckt? Yo, nice. Wo ist Raumschiff Fuzzi? Da oben. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Kira, heal mich mal bitte. Danke. So, kannst du wieder aufhören. Kira, heal mich mal bitte. So schnell stirbt niemand. Was ist denn hier los? Vor allem, das sieht ein bisschen seltsam aus, okay. Das ist noch gar nichts, Onkel. Ich habe es durchgerechnet. In nicht mal 2 Tagen befindet sich dein Büro am Grund einer Senkgrube. Zumindest hat sich deine kostspielige Ausbildung mal als nützlich erwiesen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich das Darlehen auszahlen würde. Jetzt wünschst du dir bestimmt, vorher auf mich gehört zu haben, statt mich als vorlaute Naturschützerin abzutun. Jedi-Meister, Lambda hat mir von eurer unglaublichen Rettung berichtet. Worte können meinen Dank gar nicht zum Ausdruck bringen. Wir hatten vermutet, dass Maqueb instabil geworden ist, aber wir hatten keine Ahnung, dass es so schlimm sein würde. Wir hätten niemals zulassen dürfen, dass die Hutten hier Bergbau betreiben. Lambda erwähnte, dass es einen Weg gäbe, diese Katastrophe abzuwenden. Was ist das für ein Weg? Die Regulatoren, die mich festgehalten haben, waren sehr gesprächig.
Meistens haben sie über schmutzige Dinge geredet oder mit ihren Blastern geprahlt. Aber ihr Anführer hat etwas Interessantes gesagt. Er hat das Projekt Notsicherung erwähnt. Ein Notfallplan der Hutten, falls ihre Bergbaubemühungen schiefgehen. Dieser Söldner glaubt, dass die Hutten einen Plan haben, um Makeb im Handumdrehen zu stabilisieren. Den Hutten ist es offensichtlich egal, wer von diesem Beben getroffen wird. Wir müssen ihre Notsicherung finden. Schön, dass ihr das auch so seht. Denn ihr müsst sie stehlen. Vorausgesetzt, wir finden sie. Talao City. Die Datenbank der Huttenbotschaft. Ilosov hat recht. Die Daten zum Projekt Notsicherung sind sicher auf den Computern der Huttenbotschaft in Talao City gespeichert. Leider befindet sie sich unter der Kontrolle des Kartells. Wir brauchen Chief Herkwill, den ehemaligen Sicherheitskommandanten von Talao City. Er hat sich mit ein paar loyalen Männern in einem geheimen Lager außerhalb der Stadt versteckt. Sie können euch in die Stadt und in die Botschaft hineinbringen. Wir brechen sofort auf. Sagt Chief Herkwill, dass er sich bereit machen soll. Die Hutten kontrollieren Talao City und das umliegende Gebiet. Ihr müsst mit einer Fähre außerhalb landen. Rechnet mit unzähligen Regulatoren. Chief Herkwills Lager befindet sich bei diesen Koordinaten. Passt auf euch auf. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Okay. Okay. Überhaupt nicht. Boing, 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 boing. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Luftballons! Da hinten waren Luftballons. Hi, ich bin Ike. Ich bin hier, um euch nicht zu helfen. Ich mache mein eigenes Ding. Tschüss. Oh nein, ich muss denen helfen. Chief Herkwill, Shalim Avesta schickt uns. Er sagt, ihr kennt einen Weg in die Huttenbotschaft. Wenn ich gewusst hätte, dass ein Kriegsheld der Jedi kommt, hätte ich mich frisch gemacht und ein Essen zubereitet. Die Huttenbotschaft ist vollständig abgeriegelt. Es gab mal so einen hochnäsigen Bürokraten, der uns reingeholfen hat. Abgeordneter Eklin. Aber man hört nichts mehr von ihm. Wahrscheinlich tot. Die gute Nachricht ist aber, dass das Kartell an der Botschaft nichts verändert hat. Es gibt immer noch dieselben Geschütze, Droiden und Passiercodes, die ich für sie eingerichtet habe. Na, faule Hutten. Wie trocken das rüberkam. Vielleicht ist er tot. Wenn das alles vorbei ist, müssen wir den Hutten danken, dass sie es uns so einfach gemacht haben. Sie sind vielleicht dumm, aber ziemlich gut darin, Leute umzubringen. Wenn ihr in die Huttenbotschaft wollt, müsst ihr durch 3 Sicherheitsstufen. Die erste Stufe sind schwere Geschütze im Hof. Das einzig Gute, was uns diese Beben beschert haben, ist, dass sie die Energiegeneratoren der Geschütze freigelegt haben. Überladet sie, dann verlieren die Geschütze ihre Kraft. Die Energiegeneratoren der Geschütze ausschalten, damit wir auf dem Weg hinein nicht geröstet werden. Und dann? Sicherheitsstufe 2 ist die Haupttür der Botschaft. 3 Meter verstärkter Durastahl. Selbst mit einem Lichtschwert würde es Stunden dauern, sich da durchzuschneiden. Aber die Tür öffnet sich mit einem Diplomatenpassiercode. Ihr könnt einen beim sicheren Terminal des Regierungsgebäudes generieren. Ins Regierungsgebäude gehen, das sichere Terminal für einen Passiercode hacken und dann verschwinden. Und weiter? Jetzt bleiben noch die Sicherheitsdroiden. Erstklassige arkanianische Modelle. Die ganz üble Sorte. Schießen sofort auf Eindringlinge. Aber das Gute ist, dass man sie umprogrammieren kann. Die Droiden-Kontrollstation in meinem alten Sicherheitshauptquartier sollte dazu genügen. Wir könnten ein paar Verbündete gebrauchen. Diese Droiden sollten ausreichen. Wir übernehmen dann ab hier, Chief. Hakt diese Ziele ab und ich garantiere euch, ihr kommt in die Botschaft. Ob ihr dort Antworten findet, ist eine andere Frage. Wenn der Abgeordnete Eklin noch am Leben ist, könnt ihr ihm vielleicht helfen zu entkommen? Er ist ein Haarspalter, aber eigentlich ganz in Ordnung. Ich lasse einen Com-Kanal offen, wenn ich kann. Okay.
Was ist denn das hier? Okay, damit hat sich das geklärt. Da langt man sich. So, automatisches Fahren ist mal wieder ein. Nice, nice. Und automatisches. Oh Gott, Entschuldigung. Automatisches Fahren wird wieder ausgemacht. Kann ich irgendwie an denen so ein bisschen vorbei ohne Kämpfe? Lol. Okay. Halt den Weg hier folgen, geht nie anders. Falsch. Und kämpfen. Kämpfen. So. Oh nein! Hört doch auf! Ihr habt doch eh keine Chance. Zeta, null Chance. Wo muss ich denn hin? Immer noch da lang. Oh, Kiro hat auch mal einen erledigt. Nice. Ha! Oh nein! Oh, das ist schon down. Sag mal, ich hätte sowas von abkürzen können. Oder? Jo, lol. Okay. Na dann. Ich hoffe, niemand war zu Hause, als das passiert ist. Thank you.
Und die nächsten. So. Wo ist eigentlich mein Haustier schon wieder hin? Süßchen. Und nimmt das hier auch bald mal ein Ende. Ei, ei, ei. Ja, natürlich. Wegen dieser Geschütze braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Keiner nachgespawnt. Lol. Laufe ich jetzt eigentlich richtig? Ich kann nicht ranzoomen. Wow. Hä? Das kann auch nie und immer richtig sein, wo ich jetzt hinlaufe. Was? Oh nein. Sorry, aber du musst mal weichen. Lass mich! Was ist mit dem falsch? Wie viel Damage macht denn der? Aber beweg deinen zarten Arsch zu mir, bitte. Wo sind Kilo schon wieder hin? Oh nein, die sind respawned. Aber wie?
Ich verstehe. Keine Sorge. Eins Eik versteht. Kommt ihr beide mit oder wollt ihr hier bleiben? Glaubt, die wollen da bleiben. Na dann. Ich muss dahin. Gut, aber bevor ich da reingehe, ich mache ein kurzes Polster und bin gleich wieder da.